Ja, hallo meine lieben GeoLebenTV Zuseher, schön, dass du heute hier wieder mit dabei bist bei diesem Video. Ja, wir behandeln in diesem Video ein sehr, sehr wichtiges Thema, wie ich meine, und es geht nicht um den Coronavirus, nein, es geht um die mittlerweile Volkskrankheit Nummer 1, Krebs. Genau, es geht um Krebs, hat mittlerweile die kardiologischen Krankheiten auf Platz 2 eben verbannt. Krebs ist Nummer 1. Und das, glaube ich, ist auf jeden Fall wichtiger, dass wir uns damit auseinandersetzen, als wie mit dem leidigen Thema Corona. Ja, diesbezüglich gibt es ja einfach so Axiome, Behauptungen von der schulmedizinischen Seite, wie zum Beispiel, eine Biopsie ist überhaupt nicht gefährlich, kann überhaupt keinen Krebs verursachen, macht auch keine Metastasen und viele andere eben auch. Ein gewisser Herr Lothar Hirneise, Vertreter eben der alternativen Seite, der sich schon seit Jahren mit Krebs auseinandersetzt und vor allem mit diesen wichtigen Punkten sehr, sehr genau auseinandersetzt, diesbezüglich auch viele, viele tausende Interviews mit Krebspatienten geführt hat, sagt hier etwas anderes. Und ja, ich bin da ganz bei ihm. Für mich sind seine Aussagen sehr, sehr plausibel und deswegen ist es mir auch wichtig, diese Mythen hier einfach unter die Menschheit zu bringen, damit einfach diese Angst, dieses Thema Krebs einfach nicht so groß sein muss. Ja, ihr wisst eh, wir schauen uns die wichtigen Informationen wie immer nach dem Intro an. Wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder, euer Geo Sixt von GeoLebenTV oder bewusst gesund bei Geo. Schön und wichtig, dass du dich für dieses Thema auf jeden Fall interessierst, dieses Thema Krebs. Warum sollten wir uns überhaupt damit auseinandersetzen, damit befassen? Das mögen sich so manche von euch denken, ist auf jeden Fall eine wichtige Frage. Und ich bin einfach der Meinung, dass es ganz, ganz wichtig ist, sich eben auch mit der Kehrseite der Medaille auseinanderzusetzen, nicht immer nur auf eine Seite zu fokussieren, so nach dem Motto ja quasi, die Energie folgt quasi der Aufmerksamkeit. Das ist alles schon richtig, doch wir haben ein Bewusstsein und wir haben ein Bewusstsein unter dem Bewusstsein, das sogenannte Un- oder Unter Bewusste, das wir eben nicht bewusst eben haben. Und dieses Unterbewusste ist vorrangig der Entscheidungsträger in unserem Leben vor allen sogenannten bewussten Entscheidungen. Und wenn ich jetzt unbewusst eben doch sehr wohl das Thema Krebs einfach irgendwie habe, irgendwo Angst davor da ist, es doch mal zu bekommen, dann ist dieses Unbewusste eben das Ausschlaggebende. Da kann ich mir tausendmal sagen, ich schaue mir immer nur den Zuckerguss, die schönen Seiten des Lebens an. Es gehört einfach dazu, es ist ganzheitlich, weil wenn ich wirklich mal in die Bredouille quasi kommen sollte und mit einer Diagnose plötzlich befasst werde oder zumindest bekannte Freunde mit einer plötzlichen möglichen Krebsdiagnose befasst werden, dann ist es doch super gut, wenn ich hier einfach auch vorbereitet drauf bin, damit ich eben nicht dann, sollte eben der Arzt Druck machen und sagen, Sie müssen sofort operieren, wir müssen sofort was tun, damit ich dann wirklich auch wohlbesonnen bleiben kann und wirklich, wirklich Entscheidungen treffen kann, die wirklich für mich das Beste sind. Weil in Stresssituationen fährt unser Gehirn einfach runter in das sogenannte Reptilienhirn und da sind dann keine vernünftigen Entscheidungen mehr möglich. Da regiert nur noch Stress, da ist nur noch Angst und da macht man halt dann meistens das, was einem das Naheliegendste ist und dann lässt man sich möglicherweise einreden, gewisse Maßnahmen sofort machen zu lassen. Und deswegen ist es gut, sich damit, sehr, sehr gut, sich damit einfach auseinanderzusetzen. Ich habe es eh schon gesagt, Krebs ist mittlerweile die Nummer 1 der Volkskrankheiten geworden und das sollte uns doch einfach zu denken geben und das ist doch einfach auch Grund genug, sich hier damit auseinanderzusetzen. Doch, lange Rede, kurzer Sinn, kommen wir zu den Mythen der Onkologie und beginnen wir einfach mal mit dem Mythos Nummer 1, der da lautet,
Krebs entsteht nur durch sogenannte Genmutation. Man hat da das sogenannte Krebsgenom 33 kreiert, was dann quasi für alle 33 bekannten Krebsarten die Ursache sein muss. Man geht also davon aus, dass eine Zelle einfach mutiert und dann zur Krebszelle wird und immer wieder mutiert. Und da hat man auch bis zu 30.000 Mutationen in einer Zelle festgestellt. Mutation ist ja nicht falsch, so viel mal vorweg. Ja, und wie oft dann quasi eine Zelle mutiert, nennt man das Ganze dann die intertumorale Heterogenität, das quasi also den Grad der Mutationen in der Krebszelle misst. Ja, eine sogenannte Koryphäe, die da hier federführend ist, ganz oben, kommt aus Amerika und heißt Professor Bert Vogelstein, sagt ja, dass Krebs ein schrittweiser Prozess ist mit aufeinander folgenden Mutationen. Das klingt alles plausibel und das machen dann alle ja danach. Und in weiterer Folge gibt es aber natürlich auch immer wieder Wissenschaft, ja, die einfach hier forscht und die schaut, was hier einfach auch Sache ist. Und da haben eben Forscher damals eben auch schon erkannt, dass bei Versuchen bei Darm- und Brustkrebs überhaupt nichts mit schrittweiser Mutation war, sondern dass hier das absolute Chaos herrscht. Ja. 2008 hat man dann bei Gehirntumoren die bekannte BR20P-Probe gemacht und hier hat man auch festgestellt, dass diese Tumore überhaupt keine Mutationen hatten. Auch 2012 hat man noch mehr Tumore gefunden, wo überhaupt keine Mutationen vorhanden waren, und das hat dann an und für sich die Theorie der Mutationen eigentlich widerlegt. Was ist jedoch passiert? Dieser sogenannte Professor Bert Vogelstein hat einfach gesagt, um das eben dann mit der Mutation, diese Theorie mit den Mutationen aufrechterhalten zu können. Es ist einfach dunkle Materie in den Krebszellen. Und das sieht man dann quasi so wie bei den schwarzen Löchern in unserem Universum. Wir können da einfach nicht sagen, was da ist. Das ist einfach dunkle Materie. So kann man das Ganze dann einfach auch mal rechtfertigen. Ja, in weiterer Folge hat man weiter geforscht, ja, und man hat dann Versuche unternommen, indem man krebszellige DNA in gesunde Zellen gepflanzt hat. Ja? Weil man annahm, dass sich die gesunden Zellen quasi dann eben in Krebszellen ja verwandeln müssen. Da man ja eben sagt, die DNA ist eben die Ursache für Krebs, und wenn hier eine krebszellige DNA in eine gesunde Zelle kommt, dann muss doch da Krebs entstehen. Was ist jedoch passiert? Die DNA der kranken Zelle wurde zwar angenommen von der gesunden Zelle, die gesunde Zelle wurde jedoch nicht krebsig. Ja? Im Umkehrschluss hat man dann eben eine gesunde DNA in eine Krebszelle verpflanzt. Was ist da passiert? Daraus ist Krebs entstanden. Es ist ein Tumor entstanden. Was nun das Dogma, dass eben die alleinige Ursache von Krebs durch eine Störung in der DNA zu finden ist, absolut eigentlich widerlegt. Ja, auch für Lothar Hirneise ist das der Beweis, dass die Theorie mit der DNA und den mutierten Zellen einfach nicht mehr stimmen kann. Ich habe es eh schon gesagt, natürlich, es gibt mutierte Zellen, ja, das ist so, die stellt man auch immer wieder fest, keine Frage. Diese sind jedoch eben das Ergebnis eines lange schon vorherigen Prozesses, ja, von körperlich-psychischem Stress, von Hormonverschiebungen, von enzymatischen Veränderungen und Zellmembranstörungen, von der Veränderung des Zellmilieus, eben von Sauerstoff zu Gärungsstoffwechsel und so weiter. Ja. Und dass die Angelegenheit mit der Mutation kommt in dieser Entwicklung, die ich da jetzt kurz angeschnitten habe, an 60. Stelle. Ja. Natürlich mutieren irgendwann mal eben Zellen, das ist überhaupt keine Frage, aber sie sind nicht die Hauptursache, sondern in dieser Entwicklung erst an Nummer 60 zu finden. Wie vorher schon erwähnt, es wurden
einfach viele Krebszellen untersucht, die keine oder überhaupt nur eine Mutation eben aufgewiesen haben. Was einfach klar ist, eben die Annahme, dass Mutationen einfach die Hauptursache von Krebs sind, absolut widerlegen und eben als Mythos gelten. Ja, kommen wir weiter zum Mythos Nummer 2, der da lautet, Krebsdiagnosen bzw. Biopsien sind sicher. Das Einzige, was gesichert ist, dass eine verstreute Krebszelle genügt, um Krebs entstehen zu lassen. Was passiert jedoch bei einer Biopsie? Man sticht mit einer Kanüle in den Tumor und dabei kommen einfach mal Millionen Krebszellen raus, die sich dann verteilen können. Bei der Prostatabiopsie zum Beispiel sticht man 12-mal in die Prostata, 12-mal Millionen von Krebszellen, die sich hier verteilen können. Ja? Es können einfach hier viele, viele Krebszellen ins Blut gelangen. Meine persönliche Meinung war sowieso immer schon, keiner sticht mir, wenn es einfach mal sein sollte, in einem Tumor herum. Ja, und hier haben wir auch mal die Gegenseite, die, wie sollte es anders sein, also die Schulmedizinseite, die eben natürlich genau das Gegenteil eben sagt und eben das als Mythos bezeichnet, dass hier eben bei Biopsien Krebszellen verteilt werden, die dann eben Metastasen, die Tumore entstehen lassen, die das eben als Mythos bezeichnen und die einfach auch von sich auch sagen, dass eben diese Biopsien mittlerweile so sicher sind, dass kaum Krebszellen entweichen können. Ja, meine Lieben, dieses kaum oder ganz wenige, das ist mir halt einfach persönlich auch viel zu unsicher, weil, wie gesagt, eine Krebszelle genügt, um Tumore entstehen zu lassen. Also kommen wir zu Mythos Nummer 3. Der Mythos lautet, Millionen von Studien beweisen die Erfolge der Krebstherapien. Millionen von Studien beweisen die Erfolge der Krebstherapien. Das ist der sogenannte Mythos. Grundsätzlich wird in Frage gestellt, ob es immer sein muss, dass bei Krebsdiagnosen sofort immer behandelt werden muss, weil man sonst nicht mehr lange zu leben hat. Das sind sehr oft eben die Aussagen, das ist das, warum Menschen eben vor Krebs solche Angst haben, weil man immer sofort damit konfrontiert wird, dass man sofort operieren muss, dass man sofort einfach die Maßnahmen der Chemo, der Strahlentherapie einfach machen muss, weil man sonst nicht mehr lange zu leben hat. Ja, das ist einfach auch so eine Sache. Es gibt immer wieder Beweise, dass Menschen, die Tumore haben, sogar unglaublich große Tumore haben, dass die nicht gestorben sind, dass die jahrelang gelebt haben. Ja, Tumore können auch sehr, sehr langsam wachsen und solange die nicht streuen, ist das nicht so, dass man immer sofort sterben muss. Ja, einer der bekanntesten deutschen Statistiker, der gewisse Professor Doktor der Medizin, Hölzel sagt, dass es seit 1990 faktisch keinen Fortschritt mehr in der Krebstherapie gibt. Ja. Die Überlebenskurven der Patienten sind bis heute ziemlich deckungsgleich. Doch schauen wir weiter eben zu diesen sogenannten Studien. Da müssen wir einfach einmal schauen, was ist eigentlich der Sinn einer Studie. Ja? Der Sinn einer Studie ist grundsätzlich einfach mal herauszufinden, ob ein Medikament wirkt im Vergleich zu keiner Therapie, wirkt im Vergleich zu einer alternativen Therapie oder wirkt zu einer ähnlichen Therapie. Das ist der Sinn einer Studie. Und dazu gibt es den sogenannten Goldstandard bei den Studien. Das heißt, Placebo kontrolliert, was jedoch in der Onkologie nicht möglich ist, da man sofort erkennt, wer was bekommen hat. Ja, logisch. Dann Das zweite wäre randomisiert. Es ist zufällig, wer welches Medikament bekommt. Auch hier ist es so, dass diese Studien schon so eingeschnitten sind, dass auch das kaum möglich ist. Und dann eben der dritte Punkt, der eben diesen Goldstandard sichert, ist doppelblind. Ja, doppelblind bedeutet eben, dass weder der Arzt noch der Patient weiß, wer welches Medikament bekommen hat und auch hier ist es natürlich logisch, dass man sofort mal feststellen kann, wer eben hier welches
Medikament bekommen hat. Es gibt also keinen Goldstandard in der Onkologie. So ist es einfach. Schlussendlich gibt es eben nur Studien. Was passiert hier also? Es werden quasi Chemotherapien mit Chemotherapien verglichen, weil eben auch die Schulmedizin offensichtlich davon ausgeht, dass Chemo die beste Wahl ist und man eben aus ethischen Gründen schon gar keine Studien zum Vergleich mit alternativen Mitteln machen möchte, weil man da offensichtlich befürchtet, dass man andere benachteiligt, die eben nicht die Chemo bekommen. Wenn jetzt zum Beispiel ein Arzt sagt, diese Studie ist 30% besser, dann ist es wichtig, einfach unbedingt nachzufragen, 30% besser von was? Ja, mit was ist es denn verglichen? Es werden nur Chemotherapien mit Chemotherapien verglichen. Ja, das ist so für mich quasi wie den Teufel mit dem Belzebuben austreiben. Das ist halt dann einfach auch schwierig, das eine Schlechte mit dem anderen zu vergleichen. Ja, gehen wir weiter zur sogenannten Strahlentherapie. Auch das mit der Strahlentherapie ist auch so eine Sache. Ja. Circa 1 bis 1,5 Gre ist quasi der Schwellenwert von Strahlen, wenn diese schädlich wirken. Ja. Bei einer Bestrahlung von Brustkrebs wird jedoch mit 54 Gre im Schnitt aufgefahren. Ja. Also so im Man hat da so einen Grenzwert zwischen 40 und 70 Gre, die man hier sozusagen hat bei Brustkrebs. Naja, das ist halt dann schon was anderes und da kann man dann halt nicht mehr sagen, naja, das mit der Brustkrebs-Sache, mit der Bestrahlung ist dann nicht so schlimm. Dann gibt es noch ein weiteres Dogma sozusagen in der Strahlentherapie, die sogenannten Mikrometastasen. Ja? Der Grund, weshalb Frauen nach einer Operation dann immer bestrahlt werden, obwohl eigentlich der Tumor komplett entfernt wurde und auch keine Metastasen gebildet wurden, sind eben diese sogenannten Mikrometastasen. Und diese Mikrometastasen wurden jedoch bisher überhaupt noch nicht nachgewiesen. Kein Mensch hat diese Mikrometastasen eben gefunden. Die hat man halt dann einfach so erfunden. Wenn man sie nicht findet, dann muss man sie eben halt erfinden. Es ist eine reine Vermutung, das mit den Mikrometastasen. Und so wird dann halt mal so zur Sicherheit machen wir halt dann nach der Operation noch eine Strahlentherapie, weil wie gesagt, die Strahlentherapie ist ja eh nicht so schlimm. Da wird es schwierig für mich, da jetzt nicht ironisch zu werden. Circa 40% der ganzen Studien, die da so gemacht werden, die alle ja so erfolgreich sind, werden überhaupt nicht veröffentlicht. Das ist ja auch nicht schlecht. Warum werden diese Studien wohl nicht veröffentlicht? Das kann man sich wohl auch denken. Ja, meine Lieben, das war der Mythos Nummer 3 zu den unglaublich vielen Studien und Therapien, die ja so unglaublich erfolgreich sind. Gehen wir weiter zum Mythos Nummer 4, der in dem Falle lautet, es gibt eben nur tumorzerstörende Therapien. Also man kann Krebs nur besiegen, indem man quasi die kranke Krebszelle besiegt. Ja, das ist irgendwie auch logisch, vertrete ich auch. Ich habe auch immer wieder Alternativen eben aufgezeigt, die eben quasi die Krebszelle zur Selbsttötung, zur Apoptose eben bringen können. Klar, macht für mich natürlich auch Sinn, aber der Mythos, es gibt eben nur Therapien, man muss den Tumor zerstören, alles andere nützt nichts. Das ist ein sogenannter Mythos, wie der Lothar Hirnreise eben sagt. Und warum glaubt man das, dass es nur tumorzerstörende Therapien eben gibt? Weil man der Meinung ist, dass eine Krebszelle nicht mehr reversibel ist, also nicht mehr umkehren kann, das heißt von der kranken zur gesunden Zelle werden kann. Was jedoch nicht stimmt, weil ein sogenannter oder ein gewisser Professor Ristoff 2005 schon bewiesen hat, dass wenn man das Protein Frataxin nimmt, das aus 210 Aminosäuren besteht, sich dann eben Krebszellen im Darm wieder rückbilden können. In dem Falle einfach mal diesen Professor Ristoff googeln, da findet man dann auch diese Studie, diesen Versuch. Und Frataxin sorgt quasi dafür, dass eben die Krebszelle wieder mehr Sauerstoff benötigt.
und somit der Krebs aufhört zu wachsen. Es wird somit auch die Theorie, für die eben der Otto Warburg den Nobelpreis bekam, dass eben Krebs entsteht, wenn Zellen in den Gärungsstoffwechsel umschalten. Weiter geht es auch schon mit dem Mythos Nummer 5. Es gibt keine erfolgreichen Ernährungstherapien. Ja, auch das kann man ganz, ganz leicht widerlegen. Und hier werde ich nicht allzu viel sagen, sondern ich werde nur zwei Namen erwähnen. Eine gewisse Frau Dr. Johanna Budwig, die sagt, Krebszellen muss man nicht abtöten, sondern zur Teilung bringen. Frau Johanna Budwig hat zu Lebzeiten einfach vielfach bewiesen, dass sie mit ihrer Kur, mit ihrer Nahrungsumstellung hier einfach Krebs besiegen kann. Und dann gibt es noch den Herrn Gerson. Auch dieser hat mit seiner Gerson-Therapie, glaube ich, tausende Mal bewiesen, dass man eben mit einer Ernährungsumstellung Krebs besiegen kann. Frau Budwig und Herr Gerson haben zwei verschiedene Ansätze, aber zwei oder beide sind offensichtlich sehr wirksam. Und gerade diese zwei Beispiele, und es gibt sicher noch viele, viele andere, die eben einfach widerlegen, dass es keine erfolgreichen Ernährungstherapien gibt. Die gibt es sehr wohl. Ja, kommen wir weiter zum Mythos Nummer 6, der da lautet, Entgiftungen sind nicht wichtig für Krebskranke. Das ist auch unglaublich spannend, warum behauptet man sowas? Ja? Immerhin werden Krebskranke mit Chemo, mit Strahlen regelrecht vergiftet. Ja? Das Deutsche Krebsforschungszentrum sagt, dass im Jahr 85.000 Menschen durch Nikotin, ca. 10.000 durch Alkohol und 5.500 durch Umweltgifte Krebs bekommen. Ja, allein die Ursache sind Gifte, um Krebs zu bekommen. Wie kann man behaupten, dass Entgiftung nicht wichtig ist für Krebskranke? Also wäre es jetzt einfach mal auch logisch, dass man herausfindet, durch was man vergiftet wird, dass man diese Vergiftung abstellt und dann anständig entgiftet. Doch das passiert offensichtlich nicht. Genau das Gegenteil passiert, das wissen wir alle, die Medizin sagt, wir müssen sie jetzt noch mehr vergiften, wir müssen sie jetzt noch mehr verletzen, mehr bestrahlen, mehr Chemo, damit sie wieder gesund werden. Das ist ein absolutes Paradox. Ja, und wir wissen, dass das wenige überleben, diese zusätzliche wahnsinnige Vergiftung. Und an und für sich lernen Ärzte im zweiten Semester, dass ein Tumor ja, linksdrehende Milchlaktatsäure bildet, die sich um den Tumor bildet und dadurch keinen Sauerstoff mehr reinlässt. Dadurch entstehen einfach auch dann weitere Tumorzellen. Hier könnte man dem Ganzen auch einfach ablassen, mit Bädern zum Beispiel und eben rechtsdrehender Milchsäure würde man dann einfach das Laktat wieder rausbringen. Wenn schon Chemo, dann sollte zum Beispiel die Schulmedizin auch danach trachten, zu entgiften und Antioxidantien zu geben, um einfach auch gegen die freien Radikale etwas zu tun. Ja, meine Lieben, klingt ja stellenweise einfach sogar fahrlässig. Ja, meine Lieben, kommen wir weiter zum Mythos Nummer 7, der ja da lautet, die Psyche spielt keine Rolle bei der Entstehung von Krebs. Ja, Gott sei Dank hat es immer schon Menschen gegeben, die eben einfach gezeigt haben, dass die Psyche eine sehr, sehr große Rolle bei Krebs spielt. Ich habe auch in dem Video, was Stress einfach alles auslösen kann, gezeigt, was da alles durch Stress entsteht und sehr wohl eben auch Krebs entstehen lassen kann. Der Lothar Hirneise hat auch ein Beispiel gebracht, der eben von einem befreundeten Onkologen gehört hat, dass dieser gesagt hat, ich behandle jetzt mittlerweile keine Pankreas-Patienten mehr, weil die sind alle so unglaublich schizophren. Also der hat einfach festgestellt, dass diese Leute mit Pankreas einfach alle irgendwo eine Form der Schizophrenie hatten. Ja? Und wir wissen, wir kennen alle diesen sehr umstrittenen Arzt, den Dr. Hamann, der mittlerweile verstorben ist, auch der hat herausgefunden, dass man im Gehirn, ja, im Zwischenzellwasser sehen kann, wo und wie viel sich psychische Belastungen einfach im Laufe des Lebens manifestiert haben, ja, und dann eben zu Krebs werden.
Und kommen wir auch schon weiter zum Mythos Nummer 8, der da lautet, palliative Therapien verlängern das Leben des Krebspatienten. Ja, das ist auch so eine Annahme, so eine Sache, die palliativ Leute, die eben schon zum Sterben ihn dann quasi ins Krankenhaus geschickt werden, werden dann nochmal mit Chemo, die werden dann noch einmal hier einfach mal so richtig vergiftet, um hier quasi das Leben zu verlängern. Leider muss man eben auch immer wieder feststellen, da kann man nicht mehr von Leben sprechen, das ist wirklich nur noch ein Dahinvegetieren und vielleicht leben die Leute dann ein bisschen länger, ich glaube es nicht. Es ist auf jeden Fall so, dass es nicht so ist, dass diese Chemo dann einfach noch die Qualität des Lebens verbessert oder auch nicht verlängert. Palliative Therapien führen einfach zu 100% in den Tod und man weiß einfach auch, dass die Hälfte der Menschen sowieso an der Chemo versterben und nicht am Krebs selber. Mehr gibt es jetzt in dem Falle zu diesem Mythos einfach auch gar nicht mehr zu sagen. Ja, meine Lieben, das waren so die 8 wichtigsten Punkte, die ich jetzt einfach einmal herausgestrichen habe, um hier einfach aufzuklären und zum Nachdenken anzuregen. Natürlich, es ist alles zu hinterfragen, auch diese Sachen sind zu hinterfragen. Aber denkt drüber nach, lasst es wirken, macht euch euren eigenen Reim, denn Wissen, vor allem verdautes Wissen, das man bearbeitet hat, das macht einen mächtig. Und wenn man wirklich mal in die Bredouille kommen sollte, hier vor einer Krebsdiagnose zu stehen oder andere Menschen, nahe Verwandte, wie auch immer, dann ist man hier einfach auch vorbereitet und man muss dann einfach nicht alles glauben, was hier der Arzt auch in seinem eigenen Stress, mit seinem eigenen Druck, den er natürlich auch verspürt, hier sofort weitervermittelt und überhaupt nicht die Zeit geben möchte, sich hier wirklich anständig damit auseinanderzusetzen. Also machen wir uns dann nicht zu Opfern dieser Mediziner. Meine Lieben, das war es jetzt auch. In dem Sinne, Daumen nach oben. Eure Meinung natürlich ist gefragt in den Kommentaren. Schaut auch auf meine Homepage bewusstgesund, geosixlebensmut.at. Ich freue mich, dass ihr da wart. Alles, alles Liebe von meiner Seite. Ciao, tschüss und servus. Bleibt gesund und wenn es nicht seid, dann werdet es auf jeden Fall. Wir sehen uns beim nächsten Video. Baba. Tschüss.